das Millenniumsduell hier bei Yu-Gi-Oh! The Duelist. Heute, wie gesagt, Millenniumsduell. Mein Bruder hat gerade gespielt, deswegen sehen wir schon, gegen wen wir spielen, aber es war ja sowieso klar. Es war eigentlich soweit, alle Meister des Kingdom Turnier gewannen Yugi das Recht, Maximilius Pegasus zu duellieren. Verspreche mir, dass du die Seele meines Großvaters und all die anderen befreist. Ja, aber wenn ich derjenige bin, der dich besiegt, musst du den Teil der Abmachung erfüllen. Werfe einen Blick oder auf die Karten, die du in der Hand hältst, junger Yugi. Es gibt einen Grund, warum sie leer ist. Warum ich gewinne, behaupte ich deine Seele für immer. Du hast viel zu gewinnen, aber auch ein großes Risiko. Es ist ein Risiko, das ich bereit bin zu nehmen, um die Seele meines Großvaters und die anderen zu befreien. Aber ich habe nichts vor zu verlieren. Ich hasse es zu enttäuschen, Pegasus. Ich habe nicht die Absicht, jedes Mal ein Teil deiner Seelenkartensammlung zu werden. Und wir verlieren leider gegen Pegasus. Mein Bruder hat vorhin gewonnen gehabt. Er hatte recht. Oh, wir spielen trotzdem als Erster. Sehr, sehr nice. Und wir haben nur Zauberkarten. Wir haben schwarzes Nice. Die hat mein Bruder vorhin gefehlt gehabt. Oh, nice. Wie geil ist denn das bitte? Wir aktivieren bitte den Effekt von ihr. Wir hoffen, dass wir jedenfalls ein Monster. Und wir haben Vervielfachen. Wir können Kuribu bespielen. Geil. Dann legen wir die Karte ab. Und diese Karte hier. Dann können wir diese Karte setzen und beenden unseren Zug. Scheiße, er hat Thunwelt und er kann sich dann erst ein Thunmonster holen. Oh fuck. Und er kann... Oh nein. Nicht gut. Ach du Scheibenkleister. Und wir kriegen einfach fucking keine Zauberkarte oder sonst irgendwas. Wir beenden unseren Zug. Das ist ja eine richtig scheiß Runde. Er holt sich die nochmal. Oh nein. Fucking, was hatte die gemacht, die Illusion? Wir aktivieren die Karte jetzt. Ich weiß, es ist ein Fehler, weil ich die Karte später brauchen würde. Aber ich bin mir sicher, ich kriege jetzt ein Monster, genau. Und wir greifen jetzt einfach ein. Was anderes können wir nicht machen. Wissen wir, ungewohnt, das ist so zu zocken. Das ist richtig, richtig krass krank. Ich sitze nicht auf meinem Stuhl. Ich habe nicht meine Entfernung, die ich immer habe. Es ist einfach nur Scheibenkleister. Oh nein. Nein. Obwohl, er nimmt sich ein 1200er Monster. Was eigentlich relativ schlecht ist. Dann hat er sich ein... Oh nein, nicht gut. Ja, geil. Dunkler Magier. Wir brauchen da zwei Opfer. Wir werden Gehirnkontrolle nehmen. 800 Zahlen. Wir werden dieses Monsterchen hier nehmen und können damit seine Karte hier zerstören. Auch wenn ich die Karte hätte auch nutzen können für ein Abfahren. Tun Elfenzwillinge aktivieren kann ja nur gut für mich sein. Er muss eine Karte weglegen. Meine Karte wird zerstört. Er hat 0. Oh, jetzt müsste man angreifen können. Und ich bende den Zug. Er kriegt seine Karte wieder. Und kann mich jetzt gerade mit 1900 angreifen. Okay, ich sag nichts mehr. Was geht denn bei ihm bitte ab? Och man. So, ich habe verloren. Es war klar, dass ich verliere. Oh, und er hat schon wieder gewonnen. Und er spielt als Erstes. Nein. Oh, nice Karten. Okay, das habe ich vorhin auch gesagt, dass ich nice Karten habe. Und dann habe ich relativ gut... Oh, verloren. Aber mir fällt gerade auf, ich hätte die Karte nehmen können. Da wäre sein Zoon-Ding weg gewesen. Nein. Wir setzen den Kill vor. Und wenn dann unseren Part. Er hat gerade einen Nacheffer. Warum hat denn der den Nacheffer gerade zerstört? So, 1400. Wir setzen einfach. Wir brauchen eine Abwehr. Wir brauchen eine Abwehr erstmal. Eigentlich würde das überhaupt nicht funktionieren. Weil im echten Game würde er ja eigentlich wissen, was ich spiele. So, jetzt ist natürlich die Frage 1400. Er wird einen von den Monstern angreifen und eins vernichten. Und er hat schwarzes Risiko. Oh nein. Och ja, klar. Hä? Alter. Okay. What? Ja. Genau.
Den Witz kapiere ich. Und wir haben Magier des schwarzen Chaos. Wir haben Magier des fucking schwarzen Chaos. Wir können uns ihn holen. Wir brauchen nur diese zwei als Tribut angeben. Gehen ihn mit ihnen in die Angriffsposition. Verstärken ihn noch mit Horn des Einhorns. Und machen ihn fertig. Mit 3500. Ab in die Battle-Phase. Und wir greifen ihn. Nein! Keine Ahnung, gut. Das Glück ist endlich mal auf meiner Seite. Wir können natürlich noch diese Karte hier dann aktivieren. Ich hab Angst. Lichtschwerter. Wir können die Karte zerstören. Ja, Karte aktivieren. Effekt aktivieren. Wir können die Karte zerstören, fügen ihn noch 500 Schaden zu. Nice. Geh mit ihr in den Verteidigungsmodus. Ach, wir brauchen... Das stimmt, 5er Monster. Die brauchen Tribut. Und wir greifen jedenfalls ein kleines Monster hier an und gehen in die Endphase. Er hat eine... Er hat keine Karte gelegt. Nice. Wir beschwören ihn. Oh, wie geil ist das denn bitte? Angriff. Er hat keine Karte, die er von der Hand werfen kann. Wir greifen ihn an. Und nur noch einmal. Ein verdammtes Mal. Hätte man die Karte noch legen können. Es kann aber jetzt noch alles. Es kann noch alles vorbeigehen. Wir greifen einfach mal an. Viel zu verlieren habe ich ja nicht. Er hat verloren. Geil. Pegasus. Du bist fertig. Wir haben gewonnen. Es ist so möglich. Mein Auge, meine Magie. Alles scheitert mich. Ich habe verloren. Der Zweikampf zeigt Yugi, dass der Geist in dem Millennium Puzzle sein Freund war. Yugi lernte, dass wenn sie zusammenarbeiten, könnten sie alles erreichen. Geist des Puzzles, ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Es war mal dein Mut und die Liebe deiner Freundin für dich, der diesen Tag überwog. Und die Entschlossenheit. Wir haben alles geschafft, zusammen. Das ist richtig. Alles Freunde. Und am Ende ist alles, worauf es drauf ankommt. Freunde, die sind füreinander da. Er hat gewonnen. So sieht's aus. Yay! Wir haben gewonnen. Danke, Leute. Yugi rettete die Seele von seinem Großvater Seto und Mukabo. Es gibt jedoch eine weitere Gefahr lauert in den Schatten. Sein Freund Bakuda, noch immer von dem bösen Geist des Millenniums Ring besessen, hatte seine eigene Absicht. Obwohl Yugi dachte, dass seine Probleme vorbei waren, waren Dinge dabei, viel schlimmer zu werden. Nun, da Pegasus durch seinen Zweikampf mit Yugi geschwächt ist, gibt er mir die Möglichkeit, auf die ich gewartet habe. Endlich ist es Zeit für mich gekommen, mit Pegasus Millenniums Gegenstand in die Sammlung hinzuzufügen. Und wir haben recht viel... Manga Wenway. Richtig geil. Gut, und dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Nächstes Mal sehen wir der geheimnisvolle Duelland. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und abonnieren natürlich nicht vergessen. Ciao, ciao!